Da. Ich höre kaum was. Hört ihr was? Wenn Musik bei euch mal ein bisschen leiser machen. Minus 10. Und bei mir wieder ein bisschen lauter. Ba, ba, ba. Hallo! Hallo Chris und hallo Hendrik, grüßt euch. Wie geht's euch? Wo ist denn hier Elite? Da. Ba, da, da. Wie? Bist du jetzt auch schon am Elite-Schimpfen, Hendrik? Nee, du bist doch total verliebt in das Spiel. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass du jetzt... Ich rufe die Polizei! Hallo, Deschek, grüß dich. Gut geht's soweit. Ich hatte ja vorhin kurz von Arbeit aus bei dir im Stream vorbeigeschaut. Mittlerweile habe ich Feierabend und kann selber ein bisschen spielen. Und dachte mir heute mal wieder ein bisschen Elite Dangerous. Ich bin auch ein bisschen... What do you want me to do today? You go ahead and make your final checks. Let me know when you're ready. What? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Elite spielen. Habe jetzt eine halbe Stunde früher angefangen, damit ich dann eine Stunde früher aufhören kann. Die Logik ist vielleicht nicht ganz so schlüssig, aber es ergibt durchaus Sinn. Und ich werde jetzt mal ein anderes Schiff umsteigen. Herr Ulle, vielen Dank für Ihren Host. Ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu sehr in Ihren Auspack-Stream reingekrätscht. Verdammte Axt! Wird hier schön Elite gespielt. Also wie gesagt, hallo Herr Ulle und sorry, ich hoffe, wie gesagt, ich grätsche Ihnen nicht zu sehr in Ihren Auspack-Stream rein. Welches Schiff nehmen wir denn heute mal? Die ASP, oder? Will der uns mit einer Stunde weniger abspeisen? Ja, damit ich nachher noch ein bisschen Division spielen kann. Auf Stream. Hallo Patrick, grüß dich und vielen Dank für dein Follow. Nini muss bald schlafen, weil Zweier ruft Arbeit, war nur That's kurz geplant. Done. Ach so, du gehst... Wie, um 2 Uhr in der Nacht musst du arbeiten? Ach du Scheiße. Ich weiß noch nicht genau, was ich vorhab in Elite. Ich glaube, ich arbeite einfach meine Road to Riches weiter ab. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und Patrick, wie gesagt, vielen Dank nochmal für dein Follow. Und... Hallo. Hallo. So, das schieben wir mal hier hin. So, da drüber. Und dann gucken wir mal kurz, was es am Brett gibt. Aber ich glaube, ich mache wirklich Road to Riches. Probearbeit Donnerstag und Freitag. Ah, na dann drücke ich dir mal die Daumen, dass dir das zusagt. Und du mit den Zeiten, es ist ja Probearbeit, das heißt, es sind ja erstmal nur 2 Tage, aber es wird ja dann wahrscheinlich in der Regel immer nachts sein, dass du mit den Zeiten irgendwie zurechtkommst, dass das was für dich ist. Wir könnten einfach mal so anfangen, wie wir vor 2 Jahren mit Elite angefangen haben. In das kleinste Schiff, wo gibt. Da ist er auch schon, die Sidewinder. Und mit Kurieraufträgen. Das klingt lustig. Also wie gesagt, Daumen sind gedrückt, Herr Ulle. Und ja, dann jetzt bald eine gute Nacht. Und ich hoffe, du kannst schlafen. Dass, wenn das so aus dem Rhythmus rausgeht, ist das ja immer so ein bisschen blöd. Aber ja, es wird schon.
So, Library, da war auch der Sound mit drin, ne? Okay, Kovas. Victor machen wir mal aus. Kann man ja gar keine einstellen. Hallo? Ah ne, ich muss immer jemanden einstellen. Und dann muss ich es in den Settings ausstellen. Stimmt. In den Settings. So, Musik muss noch ein bisschen leiser. Da geht's wieder. Ach, das ist ja nur für mich leiser, ne? Ja, Mann. So. Dass man so das dezent im Hintergrund hat. Und dann muss ich nochmal in die Settings. Options. Dann bei Audio. Voice. Volume. Was ist denn Voice Volume eigentlich alles? Ist das mehr als. Ich glaube, das ist mehr eine Ship's Voice. Und Playlist Volume. NPC. Player Voice. Call Sign. Ja, das passt. Und die Musik ist auch gemutet. Weil wir hören ja jetzt gerade einen Soundtrack. So, das soll es sein. Tanys! Hallo Morian, grüß dich! Einen wunderschönen guten Tag. Guck mal, was ich spiele. Aronaga Nuentes. Das kenne ich sogar alles noch. Glaube ich. Ah, gucken wir mal zwei. Aronaga. Aronaga. Nee, nicht nach unten schauen, bitte. Mhm. Nuentes haben wir auch drei. Dann nehmen wir die auch alle an. Nee. Turning by. Ja, ja, sei mal ruhig. Wo ist denn hier das andere? Da. Und hier oben hatten wir da auch noch Nuentes. Da. So, jetzt haben wir fünf Stück oder so. Haben wir hier noch Nuentes? Nö. Und hier? Wo geht das hin? LHS? Nee. Nee. Return to Surface. Aye, aye, Commander. Ich habe das Spiel dieses Jahr noch nicht einmal gestartet. Krass, und dabei haben wir schon April. Was ist da los, Morian? Meine Rede, wenn Tanys eine Stunde früher Schluss machen will. Ich gucke mir das Bild gleich mal an. Die Frau Ling hat heute so traurig geguckt und da konnte ich nicht anders. Da musste ich dann einen Kompromiss finden. Und der Kompromiss sieht so aus, dass ich früher anfange und früher aufhöre. Das Bild, oh mein Gott. Launch. Pre-launch diagnostic checks. Obwohl, mit VR hat es das also nochmal ein. Ah, okay. Ah. Engines online. Standby. Launch. Departure handover. Ascending to 30 meters. Retracting modules handing you the call. Na siehste, geht doch. So, wir sitzen jetzt in der wunderschönen kleinen Sidewinder, das erste Schiff oder eins von zwei Schiffen, die man am Anfang wählen kann. Ich glaube, du kannst auch die Eagle wählen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist so klein, dass es auch quer durch den Schlitz passt. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hinfliegen müssen. Open Galaxy mit das haben wir da. Und dann fliegen wir mal hier hin, ne? Erstmal ein System. Boost Engines. Afterburners.
power to engines. Diverting power to engines. Engage FTL. Drives. Engaging. You have left the no-fire zone. We hope to see you again, Commander. Ah, Leute. Wie lange ist das bei mir schon her? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das Spiel dieses Jahr schon mal an. Aber so dauerhaft spielen tut mir das leider auch nicht mehr. Spielen auch immer weniger Leute in meinem Umfeld. Und es sind ja immer wieder neue Spiele da und dann ist ja klar, dass dann andere irgendwie mal hinten unterfallen. Scan System. Completing System Scan for Cartography. Combat Mode. Den hat er jetzt ausgewählt. Open System Map. System Cartography. So, wir müssen einmal hier hin und einmal dahin. Na dann. Das sind zwei Stationen. Eine kleine und eine große. Fliegen wir erstmal zur großen. Schön noch ein bisschen tanken. External Camera. Change Camera. Nochmal mit dem Hin- und Herschalten. Habe ich damit was umgestellt gehabt? Wie man das Fahrradfahren verlernt. Das ist voll krass. Woogie und Night Dragon, einen wunderschönen guten Abend. Oder Nachmittag, ist es ja erst 16.50 Uhr. Guck mal, wo ich sitze, in was für einem Schiff. In der Sidewinder. Hihihihi. Kamerasteuerung ist total cool. Naja, geht so. Was machst du in der? Ich fange wieder von vorne an. Also zumindest so, ich versuche wieder ins Spiel reinzukommen. Und da hilft mir am besten, wenn ich die Sidewinder auspacke und mich an früher erinnere. Was hat dich denn dazu geritten? Bist du irre? Ich mache gerade nur so ein bisschen hier Datenliefermission. Und da brauchen wir ja kein großes Schiff. Es fehlt doch noch was. Leute, ihr müsst da ein bisschen mehr drauf achten. Bist du irre? Nein. Nein, nein. Wo ist eigentlich mein Ziel? Da. Wie kann ich denn ein Ziel abwählen? Weil wenn ich nach oben gehe, nimmt er mir die Laliberte Enterprise wieder raus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die ja drin lassen. Habe ich die Controllerbelegung geändert? Also Controller, Rotasbelegung.
left panel. Da hätte ich mir eine andere Schüssel gegriffen als diese Knallerbse. Ach, das ist schon okay. Das ist schon okay. Was soll passieren? Und selbst wenn was passiert. Naja. Nee, ich habe nicht alles gelöscht. Guck mal, ich habe noch hier meine ganze Kohle. Wo ist sie? Hallo? Da. 1.700.000.000. Bin da nicht verrückt. Und Elite bin ich auch noch. Nee, nee. Mach dir keinen Kopf. Ich will also die ganze Spielzeit wegschmeißen. Bin doch nicht wahnsinnig. Ich dachte schon, nein. Hör mal auf. Nein, nein. Bin momentan bei 3,1 Milliarden Credits. Wow. Wow, wow, wow. So viel Geld. Digitales Geld. Sorry. Manche sind so wahnsinnig und resetten ihre Accounts. Überlege aber, es zu investieren. In Schiffe? Ja, was anderes geht ja, glaube ich, gar nicht. Ich bin mal wieder weiter. Guten Flug noch, Tarnis. Night Dragon, vielen Dank fürs kurz Vorbeischauen. Und bis demnächst vielleicht mal wieder. Habt noch einen schönen Mittwochabend. Und drückt mir mal die Daumen, dass ich nicht so oft mit meinem Dreirad umfalle. Das wäre echt blöd. Schlägt man sich die Knie auf oder so. In eine Kampfkatter. Hm. Klingt ja gut. Machen. Hast du die Kohle, oder? Stellar Cartography. Hä? Exit Map. Exiting Map. Sag mal, wieso machst du die stellare Kartografie auf? Wir sind hier gerade im Anflug aufs System. Oh. Schön nochmal ein Loop of Shame gemacht hier. Da gehen locker 2 Milliarden drauf. Echt? So viel? That's already done. Nimm eine Kampffette. Ist besser als die Cutter. Er hat doch, glaube ich, eine Fette, oder? Nee, die Cutter. Er hat eine Cutter. Shame. Shame geht irgendwie nicht, oder? Geht Plüschnilpferd? Geht das? Versicherung habe ich dann 70 Mille. Hast du dir schon zusammengebaut, ne? Wie die ungefähr aussehen soll dann. UE. Plüsch Nilpferd. Ich werde es vielleicht mal umschreiben. Ich werde den Audiohook mal auf Plüsch mit Ü machen, weil alle schreiben irgendwie Plüsch Nilpferd mit Ü. Dabei ist das völlig falsch. Ah. Deutsch, you know it? Disengage. Exiting now. Hautan, also sag mal. Schlagen wir uns jetzt schon, Henrik? Okay, dann mach ich mit. Refuel and repair when we land. All right then. Request docking. Asking now. Der Tarnis ist schon zum Ami mutiert. Warum das denn? Hä? Oh, eine Dolphin. Deploy landing gear. Landing gear deployed. Thank you. You're welcome.
Oh, da haben wir aber ein paar Schrammen reingerutscht gerade in die Füßchen. Wie ging nochmal Schubumkehr? Ach, der Knopf war das. Boah, ist das lange her. Ist lange her. I give you a Bock-Dings da, when you not go to normal. Wie er manuell landet, das kannst du, naja, nicht so gut, wie du gesehen hast, aber schon ein bisschen. Repairs, fuel, weapons, check. Sehr gut. Hat er hingekriegt, ne? Hat er repaired, refueled und so weiter. Complete. Thank you. You're welcome, sir. Thank you. Oh, you're welcome, Commander. Ah, jetzt hört er das, thank you. Wunderbar. Wollen wir kurz was machen? Moment. One moment. Dürft ihr nicht sehen, was ich da mache. So. Das tolle Bild ist irgendwie ein Wallpaper aus dem Internet. Warte, ich zeig dir das nochmal. Mit so einem SRV, der auf einem Planet irgendwie was einsammelt. Und da hinten steht, glaube ich, ein Raumschiff. Oder ist es in irgendeiner Halle? Ich weiß es nicht. Fand ich sehr schick. Und habe ich mir dann mal organisiert. Ich glaube, Elite Dangerous Artwork oder so habe ich das genannt. Starport Services. Starport Services. So, und da gehen wir mal hier rein. Nudelholz. This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte. Oder take it and how it on the cop of a bekloppt person to give a better Gefühl than vorher. Wo kommt das denn schon wieder her? Das klingt ja richtig beömmelt. Oh, hier komm, wir haben gerade 100.000 eingenommen. Wir geben dir einfach mal 300.000. Was ist passiert? Was war mit deiner Klippen? Wir haben die Kohle fett hier. Weg damit. Kein Problem. Ja, komm, nimm. Hier oben können wir uns nicht mehr einkaufen, ne? Nee, das geht nicht mehr. Und hier unten? Wo fliegen wir denn eigentlich noch hin? Wir fliegen jetzt noch nach Nuentes, Aro und Aro. Nuentes und Aro. Gucken wir da mal, ob die hier vielleicht noch irgendwie was haben für Nuentes und Aro. Ne. Da geht der Ulle Probearbeiten, krass. Cool. Nein, nicht da oben hin, da unten bleiben. Klingt seltsam. Okay. Hat er jetzt nicht refueled? Habe ich ihm das nicht aufgetragen? Warum hat er das nicht gemacht? Du brauchst gar nicht zu flennen. Du dreckiges Schwein. Du bist immerhin von armen Eltern. Das ist von Kanal sein, von Enno sein kann. Ah, stimmt. Ja. Stimmt. Frau Lüttke, ich küsse Ihre Hand, Madame. Wookie, wenn du das Bild haben willst, kann ich dir das gerne übrigens schicken, ne? Wenn du es irgendwie auf dem Desktop haben willst oder so. Falls du es nicht findest. Hallo Lüttke, einen schönen guten Abend. Her damit. Just one moment, please. I can send it to you right away. Via Discord.
Yes, I have to open Discord. Das Bild von Frau Lüttke meinte ich. Nee, das habe ich nicht. Ich habe kein Bild von Frau Lüttke. Ich habe nur ein Bild von hier. Ditte. Das wolltest du doch haben. Oder nicht? Oder wie? Oder was? Was denn jetzt? Was denn jetzt? That's a negative. So, mach auf hier. Wo ist denn hier, dass man mal den Woogie sieht? Wo ist er denn? Mit einem G und zwei O, nicht Woogie. So. Dann gehe ich hier hin. Und dann gehe ich dahin. Und dann gehe ich dorthin. Und dann scroll ich. Und dann ziehe ich. Und dann sage ich Upload. Und dann ist es sozusagen in klein. 1280 habe ich dir jetzt geschickt. Und das andere ist dasselbe nochmal, nur ein bisschen hoch auflösender. Sieht jetzt in der Vorschau gleich aus, aber das eine hat 1280, das andere hat 1920. Discord. In einer Privatnachricht in Discord habe ich es geschickt. Excuse me, what the fuck? Oh, ich muss wieder hier Spielbild einstellen. Da, zack. Schön. Schön. Discord können wir hier ausmachen. Brauchen wir gerade nicht. So. Streamfeed mal kurz gucken, was da steht. Elite. Und Jermaine spielt. Wie sollte es anders sein? Division. Den ganzen Tag Division. Dann mache ich mal die Haare für euch schön. Alles klar. Open System Map. Hey, be careful where you're going. Ich gebe mir Mühe. Wir müssen jetzt nur noch diese kleine Station, oder? Ja, ich glaube schon. Launch. Initiating. Gut, dass Basti das andere nicht gelesen hat. Danke dir mal Thomas eben, wie Frau Lüttke das über den Haufen schmust. Ist das beste Heilmittel der Welt. Merkt ihr das? All systems ready to go. Ich merk mir das. Stand by. Launch. Departure handover. Hallo. Voice attack. I'm talking to you. Departure handover. Affirmative, 30 meters. You have the con. Landing modules retracted. Ich muss, glaube ich, deutlicher sprechen. Ah, ah. 75%. Ah. Shit. Scheiße. That's System cartography. No. Was macht der denn jetzt die Karte auf? We are being hailed. Exit Say map. Hello. Leaving map. Schnell abhauen. No! Bist du denn das? Jetzt habe ich eine Fein wegen dir bekommen. Jetzt muss ich ja wieder reinfliegen und die Strafe bezahlen. Mann, Mann, Mann. Der bumst mich an und ich muss die Strafe zahlen. Ist doch zum Kotzen hier. Deploy Landing Gear. The gear is down and locked. Ich hab mich nicht bewegt. Klar hast du dich bewegt. Ich hab's doch gesehen. Mann, 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 Mann.
Muss ich auch noch reparieren. Das sagen sie alle. Guck, jetzt habe ich, jetzt bin ich ja kriminell, nur weil du hast mich angebumst. Du. Communications panel activated. Wo ist denn jetzt hier? Also. Tarnes, jetzt hör doch endlich auf zu lügen. Gar nicht? Ich lüge gar nicht. Die anderen lügen immer. Du hast diese 500 Stunden nicht ehrlich erguckt. Du hast vielleicht den größten Teil davon ehrlich erguckt. Das mag sein. Das. Aber nicht jede einzelne Stunde. Und das weißt du genau. Und wenn du hier weiter rumlügst, dann wird dich der Blitz treffen. Heute ist Sturm. Und du weißt Bescheid. Retract landing gear. Ich weiß gar nicht, warum so viele junge Menschen diesen alten Mann Retracting landing gear. Können sich ja eigentlich nur lustig machen. Next system en route. We are being hailed. Say hello. Selecting next system en route. Du kommst auch noch mal raus aus dem Dock. What? Du kommst auch noch mal raus aus dem Dock. Herkommen. Eine Ohrfeige steht noch aus. Ich hau ab. Kann auch vergessen. Ich hau einfach ab. Der kriegt mich nie. Ich bin nämlich schnell. Ich bin wendig wie sonst was. Warum dauert das so lange mit dem Charging? Oh fuck. Oh fuck. Was macht er denn jetzt? Lassen Sie mich vorbei, Sie Bulli. Hallo. Lassen Sie mich bitte. Ich sehe nichts mehr. Tarn ist im Weltraum. Muss ich mir Gedanken machen um die Sterne? Nein, nein, alles gut. Hallo Thomas, grüß dich. Warum dauert denn das Charging so lange heute? Was ist denn da los? Und warum droppen meine Frames auf 34? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Wir fliegen jetzt nach Harbau Port. Und nein, ich möchte nicht auf diesem Planeten landen. Lassen Sie mich. Höhenmeter bitte wieder weg. Eine Ohrfeige steht noch aus, wie der Henrik mit Schläge androht. Ist schon ein bisschen krass, ne? Du brauchst neue PC-Sachen. Letztens die Alerts, heute die Frames. Ja, mal gucken. Vielleicht muss ich einfach auch nur staubsaugen mal in dem Rechner. Vielleicht geht der ja dann wieder schneller. We are being hailed. Say hello. Ja, was rammst du mich auch? Die Delle im Schild, die reparierst du. Kannst du vergessen, mache ich gar nicht. Kannst du schön selber reparieren. Oh Mann, wo ist denn da hier? Ich fliege jetzt zum nächsten, zur nächsten Station. Ja, mal gucken. Nach und nach. Vielleicht mal einen neuen Prozessor. Das wäre, glaube ich, ein erster Schritt. Dass ich mir mal einen neuen Prozessor zulege. Und dann gucken wir mal weiter. Faule Schweine.
Warum schickst du mir immer dieses Bild mit den Schweinen? Ich verstehe das nicht. Und immer wenn ich gucke, habe ich Loop of Shame. Mit einem riesigen Industriesauger. Ja, genau. So schön über die Platine schrammen. Und sich dann wundern, warum dann gar nichts mehr geht. Aber was soll's, kann man nicht ändern. Passiert halt, ne? Stop Engines. We are being hailed. Say hello. Das mit dem Loop war beabsichtigt. Nee. Quarter Impulse. One quarter impulse. Engaging. 50%. 50% speed. 75%. 75%. Bam. Di 50%. Disengage. Disengaging Super Cruise. Wo ist denn die Station? Ist sie jetzt hinter mir? Bin ich zu weit geflogen? Wie weit ist sie weg? Ach, 32 Kilometer geht ja. Oh, da ist mein Antrieb. Also, den Staub, den ich hinterlassen habe. Beim Entern des Systems. Gib ihm mal 3000 Euro, dann kann er sich endlich mal einen richtigen PC besorgen. Aber meiner hat doch 1500 gekostet. Das ist doch völlig in Ordnung. Das reicht aus. Das Foto soll ihn darstellen. Das mit dem Schwein soll mich darstellen. Dark Spider, Flying Sruzo Universe, Starship Elite Under Captain Thanos B. Ja, genau so. Genau so läuft es hier. So und nicht anders. Seitdem ich meine 100.000er Leitung habe, ist Internet immer so ein bisschen problematisch. Ja, Telekom macht alles richtig. Nicht dich, Thanos. Henrik. Ach, Henrik. Nee. Nee. Meine hat 2,7 gekostet. Was war das teuerste in deinem Rechner? Die Grafikkarte? Bestimmt, oder? Hast du jetzt schon einen neuen geholt oder ist das immer noch dein alter? Also den habe ich ja zusammen mit Jermaine im Herbst 2016 gekauft. 2017, also er ist jetzt 2,5 Jahre alt. Das geht schon. Herr Thanos, ich habe einen wundervollen Tipp für Sie. Wenn Sie Station wollen, müssen Sie auch Gas geben. Ja, ich weiß. Ist ein neuer Komplettkauf. Ah. Sehr gut, Herr Woogie. Und bist du glücklich damit? Bist du zufrieden? That's already done. Mit dem neuen Rechner? Bestimmt, oder? Und die Mission hatte ein Update. What? Welche Mission? Wir können auch die Fühljets anrufen. Die können den Basti abschieben. Abschieben. Ich bin sehr zufrieden. Das freut mich, Herr Woogie. Für Elite habe ich immer mal wieder überlegt, mir so ein Widescreen Curve zu holen, dass man das so komplett wie so ein Cockpit hat, aber drei Bildschirme. Nicht schlecht. Ich hab zwei. Request Docking. As requested. Ich gieß mir mal Tee ein, während ihr hier die Landeerlaubnis anfragt. Ach so, da wurde eine Mission gehabt. Ja, habe ich wieder nicht mitgekriegt. Hier, ne, da steht immer, ja, manchmal wird dabei. Ja, ich krieg doch nichts mit. Ich guck doch immer Chat. Drei Screens. Die reichen auch.
Ach was, Bildschirme gleich VR. Jetzt denken sich ja alle, wie die zwei nur mit ihrem Zeug angeben. Für ein Spiel, ein fürs Spiel, ein für den Chat und ein für die FSK 18 Filmchen. Aber während man streamt, guckt man noch keine FSK 18 Sachen. Ja, ich gebe Gas. Ist ja schon, ja. Der hat mir kein Landepad gegeben. Request Landing. Asking now. Oh, ich war auf dem richtigen Tab. Richtig geil. Ich mach alleine. Lass mal gut sein. Siehste, wenn man nicht alles alleine macht. Nathanis, wer weiß, nee. Nee, nee. Aber so ein Widescreen wäre schon cool für manche Spiele, glaube ich. Deploy landing gear. Deploying landing gear. Thank you. You're welcome, Commander. Lights on. Lights on. Der Hendrik kommt von der Seite, ne? Und fliegt knapp über mich drüber. Lights off. Lights off. 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 Hat er gerade gesagt. Ein für den fürs Spiel, ein für den Chat und Aufnahmen und ein für Infos im Internet. Ja, stimmt, du kannst dann auf einem surfen, auf dem anderen, der Spielemonitor ist bestimmt in der Mitte, wie er da hinten hochguckt, so. Hallo. Und dann wieder runter. Hallo? Ja, in der Mitte spielen, links streamen, was weiß ich alles. Und rechts dann Internet. So, dann gehen wir mal ein bisschen was ab. Ein für Stream. That's already done. Ach so, ein für Stream 1, zwei für Stream 2 und drei für Stream 3. Guckst du mehrere Streams parallel? Ich versuche das manchmal, aber mindestens einen davon muss ich immer muten. Sonst kriege ich nirgends was mit. Wo fliegen wir nochmal hin? Hat sich das jemand gemerkt? Wir fliegen nach Aronaga. Habt ihr noch was für Aronaga? Nee, ne? Nee. Und hier vielleicht? Auch nicht. Und hier? Auch nicht. Hätte ja sein können. Na? Hätte ja sein können. Und hier? Auch nicht. Nuentes, ja. Brauchen wir nicht. Ich suche nur Daten. Datenmission. Naja, rechts läuft bei mir gerade Basti, links läuft WoW-Stream und in der Mitte gucke ich gerade was nach. Oh Mann. Der Woogie, der Übertreiber. Bei mir streikt der Stream oder hängt, sobald ich mehrere aufhabe. Was für Leitungen habt ihr denn? Bei mir streibt ein Stream oder hängt, sobald ich mehrere aufhabe. Jermaine hat das Problem auch. Er meinte, er kann auch nicht Streams gucken, wenn er spielt, glaube ich. Und man sieht ja auch hier gerade, dass gerade wieder alles so ein bisschen abspackt. Ich weiß nicht, warum die Frames immer so zwischen 50 und 60 rumtanzen. Tja. Bei mir geht's. Ich habe eine 100.000er Leitung, aber wie gesagt, seitdem ich auf die neue Leitung umgestellt habe, ist das Internet irgendwie weniger zuverlässig. Vielleicht liegt's auch an meinem Router, dass der Router zu alt ist für das schnelle Internet. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ne? Wäre möglich. Leute, Lütger, hast eine schicke Bambusleitung? Dritter Versuch. Wer Leitung? Wie Leitung? Ich dachte, es überträgt sich über Luft. Ja, geht mit Luft, aber die Leitung zu dir nach Hause.
Muss ich mir vielleicht einen neuen Router, Modem, was auch immer, DSL-Ding dahinstellen? So, haben wir hier schon gemacht? Haben wir, ne? Haben wir abgeben? Ich guck nochmal rein. Ja, haben wir. Open Galaxy Map. Star Map. So, und dann gehen wir nämlich jetzt nach Aro-Dings da. Aro-Bums. Hier unten. Wieso können wir das nicht anwählen? Ah, wir haben es, glaube ich, auch mit den Filtern ausgestellt. Weil man sonst sehr schnell strandet. Hallo? Was ist denn das? Hallo? Sag mal. Ey. Kann ich nicht anwählen. Warum? Warum ist denn das alles? So. Open a Galaxy Map. Gucken wir mal. Guck mal, jetzt hat er. Jetzt kann ich es anfliegen. That's already done. Habe ich irgendwas falsch gemacht gerade? Ey, Sie Bulli, gehen Sie weg. Ich zeig Sie an. Wie er sich wieder versteckt. Deswegen immer Fenster auf, damit auch genug Internet rein kann. Und wehe, jemand stellt sich in den Weg. Lütte, du machst mich ganz fertig. Kann nicht mal mehr deinen Namen richtig schreiben. Henrik, ich sehe dich. Wir müssen abhauen. Launch. Ignition. Loading configuration. Engines online. Standby. Launch. Departure handover. Ascending to 30 meters. Thank you. You're welcome. So schnell abhauen. Aus der Massesperre rauskommen. Wobei, ich glaube, wenn Henrik in meiner Nähe bleibt, bin ich immer Masse gesperrt. Engage Warp Drive. Engage Warp Drive. Jumping. Jump. Oh, jetzt hat er den einen Befehl verarbeitet und dann den anderen. Ich muss mal kurz was gucken. Der Hendrik, der fliegt direkt hinter mir. Und da er so ein großes Schiff hat, ja, stört das meinen Antrieb. Also er hat so viel Masse mit dem Schiff, wie auch eine Station zum Beispiel, dass dieses Aufladen meines FTL-Antriebs einfach mal doppelt bis dreifach so lange dauert. Ich glaube zumindest, dass es daran liegt. Korrigier mich, Hendrik. Aber ich denke mal, das liegt daran. So fett ist der Hendrik auch wieder nicht. Nein, ich rede von seinem Schiff, verdammte Axt. Schreiben strukturiert alles. Schick mir mal bei Steam eine Freundschaftsanfrage. Ist das noch mein Tee? Ja, ich habe heute wieder deinen Tee getrunken. Ich habe was gemerkt, der macht meine Tasse, meine Kanne ziemlich schmutzig. Das sieht voll trübe aus, aber das liegt halt an der Kräutermischung. Das heißt, ich muss sie mal wieder abwaschen. Mit dem Früchtetee geht das immer ganz einfach. Opening Map. Ich hab nach keiner Karte gefragt, sag mal. Klatsch gleich, aber richtig. Ist eine Kräuter-Zimt-Mischung? Nee. Da sind verschiedene Sachen drin. Grüner Tee, schwarzer Tee, es ist sogar Vanille drin und so. Ich hab die gerade nicht hier, die Zutaten. Steht in der Küche. Rosenblüten, genau. Düsseldorfer Tee, ist das nicht Rheinwasser? Nein. Ich glaub's zumindest nicht. Sag mal, bin ich noch nicht gesprungen oder was? Was ist denn hier, warum hier nichts funktioniert?
wie das Englische schon wieder ungleich Deutsch ist. Ja, stimmt, da steht nur Herbal Mix und das andere heißt Düsseldorfer Schlosstürmchen. Soll ich dann schreiben, Düsseldorfer, Navigation for Nexus. Zingy, with, from the Kingy oder so? Embi, hallo. Wusste gar nicht, dass du Videospiele spielst. Na klar, spiele ich die. Exit destination confirmed. Arrival in 5, 4, 3, 2, 1. Thomas' Name ist unterschiedlich. 1895 Thomas 1895 und in Englisch 1859 1895 lol. Wie kann das denn passieren? Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen, aber ich mache nie Fehler. Was ist denn da los? Commands. Wo ist denn hier der Tee? Sag mal. Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Vor allen Dingen, ich hab doch das kopiert. Ich habe das doch kopiert. So, jetzt sollte es stimmen. Jetzt sollte wieder alles zu eurer Zufriedenheit sein. Na, danke. We are being hailed. Say hello. Was hast du mitgekriegt, Embi? Was, T? Jetzt sollte es stimmen. Embi, was sind denn das für abgedrehte Emoticons? Hallo, Lütke, alte Granate. Was wird denn hier schon wieder gechattet? Ich kann es nicht lesen, die Sonne ist im Weg. Warte. Sag mal, hast du auf dem Weg hier noch einen Zwischenstopp auf Trevin gemacht? So etwa 3 Whopper? Was? Im Drive-In, vor allen Dingen Trevin Drive-In. That's already done. So, wir müssen hier hin. Zack. Nee, ich hab heute keine Whopper gegessen. Ich hab schon voll lange keine Burger mehr gegessen. Wird mal wieder Zeit. Aber das hebe ich mir fürs Wochenende auf. Schön hier unten. Oh nein, ich bin zu nah. Warning. Flieg weg, schnell. Flieg vom der Sonne weg. Du verglühst sonst. C-Fix. Heute trinke ich den Müll. Aber wir schon. Dann auf Discord. Habe noch einen besonderen für dich. Na, zeig mal her. Boom. Nein. You suck. Glaub's ja wohl nicht. Ist ja wohl eine Frechheit, Embi. Ich bin immer noch ziemlich nah an der Sonne dran. Wir versuchen mal wegzukommen. Wo ist denn der Escape-Sektor? Da. Schnell weg, bevor es noch mehr brennt am Hintern. Warning, Heat Levels. Temperatures are reaching dangerous levels. The temperature is rising. Ja, ist alles gut. We are being hailed. Say hello. Tan ist stressed? Nee, alles gut. Alles bestens. Acknowledged, Commander. Ist der Whopper verbrannt? Ich bin mit dem Bauch ein bisschen ans Cockpit gekommen, an diese Scheibe. Und es riecht jetzt nach Bacon. Ich weiß auch nicht, warum. Polizei klappt wieder. Ja, die Sounds sollten jetzt eingebaut sein, sollten funktionieren. Deine oder Tarnisses? Ich möchte mich hiermit bei allen Beteiligten für die Emotionen... Gesichtsausdrücke entschuldigen. Tarnis natürlich. Was denn für Gesichtsausdrücke? Dürfen wir uns von dir dann eine Scheibe abschneiden? Nein. Das riecht so nach Bacon, weil du ein... Oh, Dark Spider.
Ich rufe den Max an. Ich rufe den Max an und erklärt das dann mit dir. Na, wie weit ist denn das noch weg? Das sind ja 35.000 Lichtsekunden. Können wir noch einen Tee trinken? Incoming call. Habe ich auch gerade gemerkt, Hendrik, dass man volle Pulle fliegen kann. External Camera. Change Camera. Internal Camera. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich bekomme Besuch, der kommt ganz hier hin. Was? Ich bekomme Besuch. Ach so, der Max? Nein, den Max schicke ich doch nicht. Wohin? Niederlande? Nein, nein. We are being hailed. Say hello. Sind schon manche bei... Your target is locked. What the fuck? Sind schon manche beim Elite Dangerous Spielen eingeschlafen? Habe ich auch gehört. Ich kann auch nicht typen. Tippen? Schreiben? Oh, lecker Tee. Lecker Tee. Ist lecker. Guck mal kurz hier. Oh, WhatsApp. Oh, WhatsApp. Andrea, was hast du geschickt? Oh. Oh. Die erste ist. Oh, Andrea hat ein Eis gegessen. Oh. Oh. Mmh, lecker, lecker, lecker. Ich schalte weg. Tippen, titten oder auch typen? Ja, tippen. Würde ich sagen. So. Communications panel activated. Lecker, lecker, lecker. Ich könnte mir Finger abschneiden, so lecker. Ich lasse das, Professor. 75%. Yes, sir. 75%. Ich soll lesen, schreibt er. Drück mal aufs Gaspedal, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz. Weltall? Vielleicht? Uhuhu. Schade, die Lütke gibt's nicht im Discord. Doch, die gibt's. Die ist sogar auf unserem Channel. Also vielleicht ist sie gerade nicht online, aber sie ist aktiv. Am mit uns schreiben manchmal. Der reagiert aber langsam. Der da? Oder Icke? Oder jemand im Chat? Hier passiert heute nicht viel beim Zocken. Naja, wenigstens hatten wir Glück mit dem Fett. Oh Mann, Envy. Ja, ich gehe gleich noch kämpfen für dich. Ist das Stellaris-Musik? Ja. We are being hailed. Say hello. Verdammt. Du bist gut, war extra schwierig. 100%. Guck doch mal in die Liste der Nutzer rechts. 100%. 100% engaged. Ich schreibe jeden Morgen immer höflich ein Moin in den Chat. Genau. Von daher ist er eigentlich leicht aufzustöbern. 100%. Wunderbar. Der Hendrik. Ja, Embi, wie geht's dir so? Wie war deine Woche bisher? Hast du bald geschafft, Wochenende und so? Oder musst du durcharbeiten? Bis Ostern. Ich hab bald ein paar Tage frei. Was freue ich mich schon da drauf? Was freue ich mich auf ein paar Tage frei? Navigation. Navigation. Left panel. Transactions.
transaction. Incoming call. Exit panel. 75%. Drives engaging 75%. Communications panel. Com panel. Ah. Just on the open road. I'm so terrible. Sorry, Commander. What the fuck? I don't know what you are saying. TwitchCon in Berlin. Was ist damit? Ich schreibe jeden Morgen. Schreibtisch. All hail. Geht dich nix an, du Schwein. Auf dem Schreibtisch-Channel. Genau. Genau, Wui. Ich werde am Sonntag auf der TwitchCon sein, zusammen mit dem Benny. Und vielleicht kommen noch ein, zwei andere Leute mit. Ich weiß es nicht. Die Chili hat leider kein Ticket mehr bekommen. Das ist ein bisschen blöd. Dein Computer sinkt doch. We are being hailed. Der Archer macht das, ne? Sag mal, ich hab falsche Ziele angewählt. Willst du mich hier in die Sonne stürzen lassen? Ich glaub's ja wohl nicht. Wieso bin ich denn zur Sonne geflogen? Was soll das denn? Ach, da. Der Archer singt manchmal nicht. Ich glaub, er auch. Aber... ich habe, glaube ich, Shit-Chat ausgestellt, deswegen macht er das nicht. Aber Benny ist doch im Sonderbereich, wo du nicht hin darfst, oder? Naja, der hat einen Affiliate-Badge und hat daher auch für Samstag hätte er noch Tickets kriegen können. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, gar keine mehr. Aber er ist noch kein Partner, das heißt, er darf wahrscheinlich, kriegt dann Schlüsselband und ich keins. Aber Schnittchen und Getränke wird er auch nicht kriegen, schätze ich mal. Was blöd ist, ich weiß nicht, ob der Benny das schon weiß, Orange Morange, sein absoluter Lieblingsstreamer, ja, aber erzählt ihm nicht, dass er das von mir hat, der hat halt am Samstag sein Meet and Greet und da ist der Benny gar nicht da. Der kommt erst Sonntag hin und ich weiß nicht, ob der Orange da noch da ist. Aber dafür haben wir David Hasselhoff am Sonntag. ein Scheißerhaufen mit einem, was ist das, so ein Heiligenschein? Ja, würde ich sagen, oder? Wie die Motte zum Licht erinnert mich an eine Star Trek Next Generation Folge, wo ein Wesen in die Sonne wollte. Hasselhoff, ja, der David Hasselhoff ist auf der TwitchCon. Ich weiß nicht, was der erzählen will. Sie haben zwar gesagt, voll der krasse Entertainer und der hilft euch und so weiter, wo ich mir denke, so besoffen am Boden liegen und Burger essen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Content ist, den man sehen will. Das gibt ganz guten Krustenbraten. David Hasselhoff ist auch fast so berühmt wie Orange Morange. Ich würde sagen, dass David Hasselhoff viele von den jüngeren Leuten gar nicht mehr kennen, weil der ja nicht wirklich auftritt irgendwo. Der war vielleicht in den 80er, 90ern bekannt, aber die ganzen Fortnite-Kitties, die wissen noch nicht, wer das ist. Lebt der noch? Ja, ja, der lebt noch. Oha. The Has Berlin rastet aus. Ich freue mich ein bisschen. Wird bestimmt lustig. Zieht die rote Badehose an. Das Pendant zu Pamela halt. Ah, als Pamela Anderson soll ich dann gehen. Wegen Baywatch, ja. Vielleicht bringt er einige Schauspieler des neuen Baywatch mit. In Badekleidung. Zac Efron oder was? Oder hier, den anderen da. Wie heißt er denn? So, wir müssen hier mal landen. Schöne Station. System Map. Ich sage schöne Station und er macht die Systemkarte auf. Was ist denn, also was ist denn verkehrt mit dir, Orion? Ich mach lieber hier alleine. Lass gut sein. Ist schon gut, ich mach alleine. Oh, da kommt schon wieder ein Hendrik. Ja, ich versuche hinzukommen. Der mit der Glatze. The Rock. Heißt ja nicht einfach nur The Rock, weil er so groß ist, so massiv. Streichholzbeinchen, aber ein Oberkörper wie so ein Panzerschrank. Wo muss ich denn hin? 31. Wo ist denn die 31? Ah, hier. Deploy Landing Gear.
gear down. Das dauert mir alles viel zu lange. Herr Orion, wir müssen noch mal über ein Software-Update nachdenken. Nicht Kojak. Das ist der mit der Glatze und dem Lutscher. Aber wir reden von, glaube ich, From the Rock. Streichholzbeinchen und Panzerschrank. Was für eine Ausdrucksweise. Na, ist doch so. Dwayne Johnson, ja. Genau. Der in so vielen Komödien mitmacht, wo ich mir so denke, der, ja. So lustig ist der gar nicht. Communications Panel activated. Update erstmal deine Knallerbse. Wie updaten? Was soll ich denn da updaten? Ich gebe jetzt hier die Mission ab. Ah, Spider war schneller. Yep, The Rock. Ich kenne den nur aus als The Rock. Aber er hat Wiedererkennungswert. Das auf jeden Fall, klar. Keine Frage. Komm, gib her die Credits. Ich will diese scheiß Reputation nicht. Ich will die Credits. Voll die fette Kohle gemacht. Haben sie was für James Memorial? Da fliege ich nämlich jetzt zurück. Hier, Spenden wollen sie haben. Nix da. Außer es ist... Nee, auch nicht. Repair and Refuel. Ey, Orion. Was ist heute los? Crewman Orion? Yes, sir. Refuel and repair. Acknowledged. Na, geht doch. Jumanji, genau, da war er. Stimmt, das war der letzte Film, wo ich ihn auch gesehen habe. Es gab ja diesen komischen Hochhausfilm, wo er seine Familie retten muss und dann so ein künstliches Bein hat und ach, hör bloß auf, den habe ich nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen. Aber David hat auch mitgespielt. Du musst mit deiner Crew Englisch reden. Wieso? Sein Bordname steht eh nur Spanisch. Ich kenne ihn aus Jumanji. Ja, da kenne ich ihn auch her. Incoming call. So much money, dann geht der das Bier auf dich, ja? Finde ich gut. Lesen, 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 lesen. Muss mal kurz was kicken, kicken, kicken. Graphics. And then ist ja hier Display. Borderless. Let's make it a full screen. Apply. Gucken, ob es dann besser läuft. Ich habe keine Ahnung. Back to the game. So. We are being hailed. Say hello. Hello. We are being hailed. Say hello. Hello. Fullscreen, ja, aber ich glaube, das ändert an den Frames auch nichts. Ich sehe schon, im OBS sind die wieder auf 55, 58, ich weiß nicht. Elite hat ja früher so wunderbar flüssig und cool ausgesehen, aber irgendwie ist das mittlerweile auch manchmal so ein bisschen... Wir sind hail.